gemessen nach dem Spiel. Was sagen wir während des Spiels in der ersten Halbzeit? Das hat uns das Ganze fast eskaliert. Da möchte ich mich auch im Namen meiner Mannschaft, Verantwortliche von der FC, absolut distanzieren von den Chaoten, die auch von den Offenbacher Seite dort das mit angezündet haben. Vor dem Spiel der Kickers bei Eintracht Frankfurt 2 hatten beide Trainer an ihre Fans appelliert, sich beim Derby ruhig zu verhalten. Dennoch spielten sich hässliche Szenen nach dem Spiel ab. Fans stürmten das Spielfeld und mussten von der Polizei zur Raison gebracht werden. Doch nun zum Spiel. Als Tabellendritter waren die Offenbacher klar Favorit gegen den Nachwuchs des Bundesligisten. Die glänzende Serie der Kickers von 3 Siegen aus 3 Spielen sollte heute natürlich ausgebaut werden. Die Eintracht hat dagegen durchwachsene Ergebnisse vorzuweisen. Gegen Groß Asbach gab es zu Hause eine 1:5 Klatsche. Es folgten eine Niederlage in Mainz und ein Sieg gegen Zweibrücken. Wir steigen in der 4. Minute ein. Freistoß von Offenbach. Direkt geschossen, aber kein Problem für Aykut Özer im Kasten der Eintracht. Immer mal wieder gab es Aufreger und Rudelbildungen in der Partie. Stefano Meyer geht hart in den Zweikampf und verhält sich hier nicht ganz fair. Für beide ging es danach trotzdem weiter. Nach etwa einer halben Stunde die Riesenchance für Frankfurt. Findig stiehlt Kevin Wittke den Ball vom Fuß. Dadurch läuft er ganz alleine aufs Tor zu, zieht ab. Endres bleibt lange stehen und hat den Ball im Nachfassen sicher. 43. Minute, Ecke für die Eintracht. Endres greift daneben. Pfosten. Nochmal Pfosten. Uğur Albayrak schießt aus dem Rückraum. Und doch noch das Tor für die Frankfurter. Albayrak bremst aber gleich die Euphorie seiner Mitspieler. Er will gar nicht richtig feiern, denn noch steht's nur 1:0. Weil alles so schnell ging, nochmal die Zeitlupe. Von Endres springt der Ball an den Pfosten. Gröger auch an den Pfosten und schließlich versenkt ihn Albayrak. Halbzeit, der Schock für die Kickers kurz vor der Pause. Pflege brauchten nicht nur die Nerven der Offenbacher, sondern auch der Rasen im Frankfurter Stadion. Kurz nach Wiederanpfiff. Die Offenbacher sind sehr weit aufgerückt, sodass die Eintracht kontern kann. Findig mit dem Steilpass auf Albayrak. Der alleine vor Endres. Versucht den Tunnel, bleibt hängen. Kann den Ball aber noch über die Linie buxieren. Die 2:0 Führung für die Hausherren. Eine Stunde gespielt, die Kickers verlieren die Kugel im Spielaufbau. Wieder taucht ein Frankfurter ganz frei vor Endres auf. Endres bringt den Fuß noch dran und verhindert die Entscheidung. Minute 71. Schultes Flanke findet keinen Mitspieler. Der Ball wird aber noch erlaufen. Wieder Flanke durch den Strafraum. Diesmal erläuft ihn Becker und der fällt. Elfmeter. Auch die Zeitlupe kann nicht klären, ob da eine Berührung war. Müller beschwert sich aber auch nur halbherzig beim Schiri. Christian Kapek gegen Özer. Und der macht das ganz sicher. Die Kickers plötzlich wieder dran. 20 Minuten blieben ihnen noch für den Ausgleich. Dann diese Szene 7 Minuten vor Schluss. Wieder Uğur Albayrak. Vernascht hier seine Gegenspieler und passt auf Österhellweg. Der geht in den 16er, lässt 1, 2, 3 Mann stehen und überwindet auch noch Endres. 3:1. So kann man aber auch nicht verteidigen. Das wird in der Regionalliga knallhart bestraft. Nichts ging mehr für die Kickers. Nach 3 Siegen setzte es mal wieder eine Niederlage. Die Frankfurter feierten ihren Derby-Sieg dagegen ausgelassen. Das Spiel Eintracht Frankfurt zu der Mannschaft hochverdient gewonnen. Wir konnten in den ersten Zufolges der letzten Tage, in dieser kurzen Zeit von 3 Spielen, 9 Punkte geholt. Konnten wir nicht ganz so umgehen. Die Frankfurter Jungs waren dann in den Einzelpositionen griffiger, dynamischer, auch
auch in der Vorwärtsbewegung, wobei wir sie schon in der ersten Halbzeit hier und dort wieder eingeladen haben zu Tore schießen, stehen dann in unserer Eckballsituation mit Kevin Lücke an der Mittellinie dann den Block gemacht, wo keine Endres stark hält.